Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA. Oh, habe ich Wasser hier? Ja. FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Werner hat, glaube ich, im letzten Spiel keinen Scorerpunkt gemacht. Steht natürlich immer noch sehr gut mit 5 Spielen, 9 Scorerpunkte. 8 Scorerpunkte. 9 Scorerpunkte. Steht natürlich immer noch sehr gut. Und wenn er so weitermacht, schafft er es halt auch hier auf seine 2 Scorerpunkte pro Spiel zu kommen, wie es der normale Icardi hatte. Ja, komm, wir spielen gelb gegen irgendwie ganz merkwürdig. So, jetzt wieder Konzentration. Wir wollen das Spiel gewinnen. Gegnerische Team. Oh, eher ein schwacher Torhüter vor allem. Und generell halt auch. Ich bin echt richtig, richtig, richtig überrascht, wie viele schwache Teams unterwegs sind. Ich bin der Meinung, gerade in der ersten Weekend League waren es halt viel mehr starke Teams. Und ich bin der Meinung, dass es letztes Jahr schon schneller so war, dass halt auch viele sehr gute Teams hatten. Das sind ja wirklich noch bei fast jedem Gegner totale Einsteigerteams. Also jetzt auch von den normalen Goldkarten her. Es ist ja nun so, dass jetzt nicht jeder seltene Goldspieler total teuer ist. Mittlerweile sind die ja schon ganz preiswert, die meisten. Spielbahn. Jetzt konzentrieren. Sehr gut. Das riskanter Pass hätte ich nicht spielen dürfen. Schwacher Pass von Kramaric. Macht Brandt eigentlich gut. Oh, ich dachte, da fällt das erste Tor von Brandt. Schade. Aber gut gespielt. Alter, den muss er doch machen! Kramaric war das, glaube ich. Fuck!
Was ist denn mit dem Torhüter los? Da habe ich doch gesagt, er ein schwacher Torhüter, und er hält ja einfach Dinger. Oh, schlecht in den Gegner reingedreht, aber Brandt, das Monster, bleibt am Ball. Also ich weiß nicht, ich hatte schon so geile Torschancen und die haben sie nicht gemacht. Ärgerlich. Gegner hat einmal geschossen, das gibt's doch nicht. Come on, Baby. Aber egal, konzentriert weiterspielen und dann schießt man ja schon noch das Führungstor. Zum Glück zuzeitig abgeschlossen. Das war kein guter Abschluss, nachdem der Konter eigentlich. Also der Pass der letzte war richtig gut. Aber dann halt zuzeitig abgeschlossen. Zu lange mit dem Spieler den Ball geführt, hätte eher passen müssen. Na endlich! Wurde aber auch Zeit, sowas von verdient. Oh, meine Fresse. Eieiei, Werner schwacher Fuß. Mann, 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 wenn er den jetzt auch nicht reingekriegt hätte. Schöne Drehung, Gegner hat die andere Richtung antizipiert, das war der Fehler und deswegen konnte ich dann übers kurze Eck, weil das lange antizipiert, rausziehen. Und jetzt das zweite nachlegen. Wenn der Gegner einbricht. Schon wieder auf der anderen Seite. Mit Kramaric die Seite gewechselt. Wieso weiß ich nicht. Ich habe nicht auf Flügelwechsel gedrückt. Ich spiele mit dem Gedanken, Werner den Champions Freestyle Maestro zu geben, damit er einen besseren Pass bekommt, weil er hat echt schon den einen oder anderen Pass verkackt. Oh, knapp. Und die Sprungkraft, die ist, denke ich, egal bei Werner mit Physis und Körperstärke habe ich auch nicht gemerkt, dass die bisher grob was gebracht hätte. Deswegen wäre ein besserer Pass vielleicht schon mal ganz angenehm. Muss ich mal gucken. Ich glaube, Marksman, was ich ihm gegeben hat, hat auch bessere oder interessantere Abschlusswerte,
Er wird, glaube ich, auch nochmal Stellung spielen, so geboostet, was, glaube ich, also mehr geboostet, als was bei Maestro, glaube ich, leider nicht der Fall ist. Deswegen hätte ich das, glaube ich, auch gewählt. Okay, das ist ein krasser Abschluss. Will der Gegner jetzt schon abbrechen oder was? Das wäre nicht schlecht. Oder er will wechseln. Das war ein krasser Abschluss von Werner. Das hätte ich nicht gedacht. Außerdrehung ins kurze Eck, flach rein. Krass. Ich lasse ihn mit Marksman. Ich glaube, die Sachen, die Marksman boostet, die sind mir wichtiger als. Er hat mir ja gerade wieder gezeigt. Oh, geil, bei einem 2-0 ist wahrscheinlich die 70. Minute, aber das erste Mal, dass ein 2-0 abgebrochen wird. Zweimal Werner. Ich habe ja auch das Spiel komplett dominiert. Arangis und Kimmich macht eine Vorlage, sehr schön. So, jetzt brauchen wir noch 28 Tore. Wir hatten, glaube ich, vorher 30 Tore gebraucht, um das Wochenziel 40 Tore zu halten. Mal schauen, was wir haben. Das sind echt noch viele Tore. Wir bräuchten eigentlich ein paar Spiele, wo wir wirklich 5 Tore oder sowas schießen. Wenn natürlich die Gegner mal abbrechen, hat es den Vorteil, dass ich weniger Zeit investieren muss. Aber den Nachteil, dass ich nicht die Chance habe, so viele Tore zu schießen. Aber der Abbruch ist mir, glaube ich, trotzdem erstmal immer wichtiger oder lieber, wenn ich es aussuchen kann. So, gleiche Formation wie wir. 4-3-2-3-1 mit LM und RM. Ansonsten schneller LM, RM Sturm, Hawk und zweimal Hunter drauf. Ich hoffe mal, das hilft dabei, dass seine Pässe ein bisschen verkackt werden, weil er weniger Wert auf einen guten Pass legt und mehr auf Pace und Abschluss. Macht Gulam gut. Leider eine Ecke. Oh, er wird auf Gharandi kurz machen, das war so klar. Es ist auf Gharandi so ein Dribbelverliebter. Schneller. Da muss ich jetzt aufpassen. Gegen dieses ist immer am schwierigsten eine gute Mischung zwischen abwartendem und aggressiven Verteidigen zu finden, zumindest für mich. Da hatte ich bisher immer Probleme. So, deckt er hier kurz. Ja, macht er. Wobei. Dahin wollte ich leider nicht passen. Dahin wollte ich leider auch nicht passen. Torhüter! Oh Gott. Oh, es geht noch nicht mal raus. Krass. Oh, was für ein Slapstick und es geht trotzdem nicht rein.
Es wird ein schweres Spiel. Das hat er gut gemacht. Er hat auch schönes Lack. Musacchio, wer sonst? Wieder Glück. Zum Glück rechtzeitig gesehen. Macht er gut, hat er gut gespielt. Ich habe ja gesagt, es wird schwer gegen so eine Pacer wie ihm. Ist halt einfach schwer, wenn er dann vorne in den Lauf reinkommt. Er muss einmal stehen bleiben, wenn man dann nicht schafft, rechtzeitig irgendwie einen Fuß reinzubekommen, dann kann er halt gut passen. Und naja, Pace-Tor, aber das habe ich erwartet bei ihm. Und wie gesagt, dass es ein schwieriges Spiel wird, das war mir auch klar. Aber es ist erst ein 1-0, ist noch alles drin. Wir kommen über die Konzentration und über den Kampf. Doch, nicht dahin, Mann. Oh, was für ein Schuss. Fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of penalty time. Danke, dass der Konter nicht gegeben wird. Egal, es steht 1-0. Wir haben gut verteidigt. Das war die einzig wirklich gute Chance, die der Gegner hatte. Und da macht er leider das Tor. Sehr ausgeglichenes Spiel. Ich denke trotzdem, dass diese 1-0-Führung, diese knappe Führung für Gegner okay geht, weil einfach die beste Chance im Spiel auch einfach genutzt hat. Ich hatte nicht so eine gute Chance, von daher verteidigt wirklich ultra gut. Und ist leider nach vorne auch nicht so schlecht, wobei ich sagen würde, es kommt halt weniger über die Kombinationsgabe von ihm. Also ist halt, ja, ich habe es ja auch gut verteidigt, wie gesagt. Er hat es nur einmal geschafft, seine Pace auszuspielen und das war's dann halt.
Das darf halt nicht passieren in der Situation, dann den Ball wieder so einfach zu verlieren. Oh, diese dreckige Pace-Scheiße wieder. Das zweite Tor auch wieder, pure Pace. Ja, mein Fehler, ich darf den Ball nicht verlieren bei der gegnerischen Hälfte, am gegnerischen Strafraum. Aber trotzdem, dann ist es wieder nur dreckige Scheiß-Pace. Fuck. Nur ein 2-0, wir haben noch genügend Zeit. Macht's gut in der Verteidigung, er macht's besser als ich. Und das Ticken, das Quäntchen Glück hat er halt dann auch noch. Sagt, ne? Das Quäntchen Glück hat er halt auch noch. So, jetzt haben wir jetzt auch mal das Quäntchen Glück und machen den Tor nach einer Ecke. So ein Lacker, ey, ohne Scheiß. Diesmal war es kein Pace-Tor, aber ich stehe halt. Ach, ist egal, wie es passiert. 3-0, das Ding ist eigentlich durch. Von daher, ich überlege gerade, ob ich das Spiel abbreche. Ich schieße keine 4 Tore mehr, auch keine 3, denke ich. Wobei, 3 Tore, ach, ich breche einfach nicht gerne ab. Ich habe genügend Zeit heute. Wenn das 4 da macht, dann können wir immer noch abbrechen, aber ganz ehrlich, 3 Tore. Drei Tore sind immer drin. Jetzt brauchen wir noch 2. Und Chelavi macht schon wieder ein Tor, fällt mir gerade ein. Und das war, glaube ich, sogar noch mit dem schwachen Linken. Komm schon, 2 Tore sind immer drin. Ja, schwacher Linke, sogar noch Volley. Richtig krass. War auch knapp. Wieder schönes Glück beim Gegner. Die Führung ist aber natürlich trotzdem verdient für den Gegner. Also mal ganz davon abgesehen. Ne? Egal wie viel Glück der jetzt hat oder nicht. Sollte auf meinen Außenverteidiger gehen, der Pass. Irgendwie ungewöhnlich viele Pässe, die auf einen Spieler gehen, muss er nicht hin sollen. Scheiß Pace-Tor. Ich wusste es. Das war wieder pure Pace. Und ich denke, jetzt können wir es abbrechen, weil jetzt schießt es wirklich keine 3 Tore mehr. Wobei, jetzt ist das Spiel eh fast vorbei. Warum abbrechen? Aber wenn ich es jetzt abbreche, dann kann ich eigentlich noch eine Aufnahme, also noch ein Spiel in die Übertragung hier reinmachen. Es war ein guter Gegner, er hat besser gespielt als ich. Ich muss aber auch zugeben,
Also er war auf jeden Fall in der Abwehr noch besser als ich, würde ich sagen, wobei ich eigentlich auch gut in der Abwehr stand, auch wenn das Ergebnis dann mit 4 Toren irgendwie nicht so aussah, aber gerade in der ersten Hälfte hat man ja gesehen, hat er zweimal geschossen und dann war es wirklich die Pace. Es war leider die Pace, die das Spiel entschieden hat, meiner Meinung nach. 3 von seinen 4 Toren waren einfach pure Pace-Tore. Und ich habe auch in dem Spiel nicht so gut verteidigt, dass man sagen kann, okay, ich konnte die Pace aufhalten. Ich meine, wir haben auch andere Gegner, die mit Pace spielen. Die spielen es dann halt nicht so gut. Logischerweise kann er dann auch einfach gut mit der Pace umgehen. Aber ich war dann vielleicht auch einfach nicht so sehr auf Zack, dass ich die Pace verteidigen konnte. So, die einzigen beiden Torhüter sind Handanovic oder Buffon. Mal gucken, was die kosten. Die waren ja deutlich billiger, als ich gedacht hätte. Ich war beim letzten Mal schon. Ah, immer noch so 40.000, wie es aussieht. Oh, es gibt schon eine Inform. Okay. Ja, ich weiß nicht, ist es mir, glaube ich, nicht wert. Nee. Da warte ich, glaube ich, lieber mal auf irgendeinen Inform-Torhüter, Inform-Handanovic, Inform-Perin, die dann einfach. Inform-Handanovic, Inform-Donnarumma, Inform-Perin, die dann einfach preisleistungsmäßig besser sind und nicht so im Preis fallen, weil ich denke, Handanovic wird auch noch im Preis fallen auf lange Sicht. Mich ärgert halt jede Niederlage, aber gut, der Gegner hat verdient gewonnen. Muss mich einfach konzentrieren, dass ich jetzt mich von so einer Pace nicht einschüchtern lasse. Ich muss, glaube ich, mal die Heizung runterdrehen, oder? Ist es hier verdammt warm oder kommt es so vor? Dass ich hier mich von der Pace nicht so einschüchtern lasse und versuche, das noch besser zu verteidigen. Das hat mir nicht so gefallen. Es war schon nicht schlecht verteidigt, wie gesagt, 2 Schüsse im ersten Spiel, in der ersten Halbzeit hat auch. Ach du Gott, jetzt haben wir mal einen richtig krassen Gegner, also zumindest vom Team her. 2 Ikonen drin, also 2 Legenden im Tor und Linksverteidiger. Und ja, den Rest seht ihr ja selber. Ich drehe mal die Heizung runter. Okay, das ist mal ein Spiel, wo ich die schlechtere Mannschaft habe und wo ich sagen kann, gut, wenn der jetzt hier das Spiel gewinnt, dann kann ich es auf die individuell bessere Klasse schieben. Aber wir konzentrieren uns. Wir machen eine gute Weekend League bisher. Ganz am Anfang die ersten 5 Spiele. Okay, da hätten wir in zwei davon uns mehr konzentrieren können und hätten die wahrscheinlich oder hätten sie gewinnen können auf jeden Fall. Ob wir sie dann auch gewonnen hätten, ist die andere Frage. Aber da haben wir nicht das Maximum rausgeholt. Aber ansonsten bin ich jetzt mit der Weekend League bisher zufrieden und mit der Einstellung. Und es könnte auf jeden Fall die beste Weekend League bisher werden. Petit, das müsste die Ikone sein, die Legende. Hält er sogar fest, sehr schön. Ich glaube, der Gegner ist spielerisch leichter als der letzte. Aber wie gesagt, er hat halt krasse. Schade, er hat halt krasse Spieler, deswegen hat erstmal nicht so viel zu sagen. Ach du Scheiße. Bender, Bender, Bender. Was ist denn da los? Bist du ausgerutscht oder was? Ich meine, ja, er hat keinen guten Distanzschuss, aber er hat ja nun schon einige gemacht. Aber das war auch nicht die Inform, sondern die normale. Ist das nicht Van der Vaart? Van der Vaart. Van der Vaart, genau. Van der Sar, meine ich doch. Van der Vaart, ist das nicht Van der Vaart? Ja, Van der Vaart, umgeschult. Thomann, Ikone jetzt. Dadurch direkt zur Legende geworden, Van der Vaart. Van der Sar. Was ist denn los mit ihm? Am Ginter. Nicht gut rausgespielt. Nicht gut rausgespielt. Das darf nicht passieren.
Hat er sich denn dabei gedacht? Schade, knapp, knapp, knapp. Na, machen die doch da kurz hin. Was ist denn los? Das haben wir richtig gut gemacht. Ich hätte einfach weiter durchziehen sollen. Ich habe nicht verstanden, warum er da so blöd stehen geblieben ist, der Gegner. Aber da war ich halt schon mit meiner Schusstäuschung am Hantieren. Das macht Ginter wieder mal grandios. Gute Chance, leider geblockt. Oh, ist da kein Foul. Oh nein! Toprak zieht genau in dem Moment zurück, wo ich ihn anspiele. So ein Dummi, ey. Ey, waren jetzt ein paar Fehler drin in meinem Spiel, die sind ganz, ganz bitter. Weil die können richtig ins Auge gehen. Ich bin froh, dass es nicht passiert ist. Und mich konzentrieren, dass es nicht wieder passiert. Und mir fällt gerade ein, dass ich da mal auf meine Festplatte gucken muss, wie viel Platz da noch drauf ist. Ich glaube, ich muss mal ein paar alte Aufnahmen rauskicken. Nicht, dass dann wieder irgendwann die Aufnahme abbricht. Weil kein Platz mehr drauf ist. Das wäre kacke. Ich kann einfach nie in den Lauf spielen. Wird immer gedeckt. Schade. Na, jetzt gibt's auch eine Halbzeit. Ist besser geworden in der Verteidigung. Am Anfang war er schlechter, deswegen schade, dass diese Riesenchance da nicht reinging. Und ich merke, dass meine Augen müde sind. Ich hatte es ja angekündigt, dass Samstag ein bisschen rumgeeiert wird, rumgefeiert wird und ich deswegen wahrscheinlich am Sonntag ein bisschen müde bin. Ich habe schon einen Tee getrunken, also schwarzen, leckeren Earl Grey, aber ich bin schon wieder müde. Aber jetzt nicht so mega krass, dass ich sage, ach du Scheiße, ich habe noch so viele Spiele. Ich werde dann nach der Aufnahme hier wahrscheinlich erstmal eine Pause machen, was essen und vielleicht ziehe ich mir noch einen Tee rein. Und dann gibt es weitere Aufnahmen.
Wie viele haben wir dann eigentlich noch? 12, glaube ich, ne? Also das geht ja eigentlich. Ach nee, wir haben ja jetzt, glaube ich, 3 gemacht, also müssten es 11 sein. Also es müsste zumindest eine ungerade Zahl sein, glaube ich. Oh, da oben, der Spieler war komplett frei von ihm. Da dachte ich eigentlich, er spielt ihn an, aber hat er nicht gemacht und lag jetzt in der Ecke. Okay, da haben wir Glück. Da haben wir Glück. Zweimal Glück. Also ja, man muss jetzt leider sagen, ich wäre jetzt verdient für einen Gegner, wenn es 1-0 stehen würde. Auch wenn das nach einer, aber halt nur nach einer Standardsituation, weil aus dem Spiel heraus würde ich sagen, ist es verdient, dass es nicht 1-0 steht. Aber wer zweimal Alu trifft, der, ja, dem natürlich das 1-0 ein gerechtes Ergebnis. Er spielt es wirklich besser in der Verteidigung. Deswegen ist es auch schwieriger für mich, da eine Torschance rauszuarbeiten. Vor allem macht er halt keine Stellungsfehler. Also ich habe zumindest jetzt noch keine gesehen. Kann eigentlich nicht ein. Kann einfach nicht in den Lauf bei irgendjemandem mal spielen. Aber er ist halt im Angriff komplett ungefährlich. Außer jetzt nach der Ecke. Zu weit vorgelegt. Ich habe gehofft, dass Kramaric jetzt ein bisschen Position läuft und ich den anspielen kann. Weil von da abschließen bringt halt eh nichts. Oh, ich komme nicht zum Abschluss. Aber ich konnte Werner wenigstens mal gut in Szene setzen. Jetzt haben wir zumindest mal eine schöne Druckphase aufgebaut. Auch wenn es jetzt keine ungeblockten Schüsse gab, die gefährlich waren. Gucken, wie lange das macht. Ja, und dann sucht so ein Verzweiflungsschuss aus der Distanz. Sehr gut. Auch schön, dass der gehalten wird und. Oh, scheiße. Und er dafür nicht eine Ecke geschenkt bekommt. Oh, aber dafür bekommt er eine Ecke geschenkt. Naja, was soll's. Ich denke, ich werde mal Brand wechseln. Kramaric hat einfach mehr Power, aber Brand ist der bessere Spieler, aber trotzdem. Also nur vom Gefühl her, von den Scorerpunkten ist Kramaric der bessere Spieler. Die Sechser haben noch genügend Power, die würde ich in der, vielleicht in der Verlängerung einwechseln, aber ich hoffe halt, dass ich vorhin noch einen Führungstreffer mache. Wobei man leider sagen muss, ich finde zwar, dass ich insgesamt besser spiele, aber eine 1-0-Führung für den Gegner wäre verdient. Weil ich habe noch keine Alu-Treffer oder so krasse Chancen. Seine Ecken sind wirklich gefährlich, das kann man nicht anders sagen.
Yay, wir bekommen auch mal eine Ecke. Oh nein! Und dann gibt es so ein Scheiß-Tor. Wie gesagt, es ist absolut verdient, dass der Gegner 1-0 führt, auch wenn ich sage, dass es ich der bessere Spieler war. Aber er hat halt einfach nach der Ecke so gefährlich gespielt, dass er die besseren Chancen hatte. Aber das ja aus so einer Scheißdrehung, dann geschlänzter Ball, der einfach mal so reingeht. Toll. Aber trotzdem, die Führung ist verdient. Och, bitter. Fährmann orientiert sich erst in die falsche Ecke. Weiß ich nicht, ob das irgendwie ein Stellungsfehler ist. Scheiße, ey. Das ist echt scheiße. Gegner, wo ich halt finde, da müssen wir eigentlich gewinnen. Weil er halt offensiv viel schlechter war. Ich habe mir halt leider auch keine guten Chancen rausgespielt, aber wir waren halt trotzdem offensiv besser als der Gegner. Jeder verschissene Schuss wird geblockt, ey. Ja, komm, Pace Warm. Wo ist denn bitte Alessandrini? Danke für den tollen Pass, Kramaric. Abseits. Aber es war es trotzdem. Verdienter Sieg für den Gegner, leider. Aber nur wegen seinen scheiß Ecken. Wenn die Ecken nicht gewesen wären, hätte ich gesagt, dass es nicht verdient ist und dass ein Unentschieden verdienter wäre. Aber so ist leider verdient, dass es 1-0 steht. Einen Angriff bekommen wir noch. Das war's. Tja, leider verdienter Sieg, ärgerlicher Sieg, aber also ärgerliche Niederlage, aber verdienter Sieg von Gegner. Muss man leider so sagen. Und er hat auch die deutlich bessere Mannschaft, von da creme ich mich da jetzt nicht wirklich. Was soll's? Ich kann eh nicht jedes Spiel gewinnen. Merke auch, wie gesagt, dass meine Konzentration jetzt in dem Spiel nicht mehr ganz so auf allerhöchstem Niveau war, aber es ist nicht so schlimm. Haben jetzt, glaube ich, 2-3 Spiele in Folge verloren, ne? Das ist nicht so geil. 13 Spiele, ich dachte 11, aber okay, haben wir noch 13 Spiele. 7 Siege, wir brauchen jetzt noch 4 Siege aus 13 Spielen für minimal Zielgold 3. Können maximal noch 20 Siege spielen, okay. Ist doch gut zu wissen. Ja, aber ich werde jetzt hier erstmal eine Pause machen. Ich überlege gerade, ich glaube, ich kann dafür auch aus dem Spiel rausgehen. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.